Kaleb hatte sich vor dieser Frage gefürchtet. Nun, da Kaya sie gestellt hatte, nun, da die Frage in der Luft war, fühlte er sich noch unsicherer und verletzlicher, als er erwartet hatte. Kapitel 3. Kaya merkte das sofort. »Oh, du bist ganz blass geworden, Entschuldigung, Schwachstelle. Lass es einfach, wenn du nicht willst.« »Nein, ich will.« Kaleb klang entschlossen, aber er fügte doch hinzu. »Bitte sei geduldig und sachte mit mir.« Er räusperte sich, für ihn immer ein Zeichen, dass er nervös war. »Ich bin geschieden. Ich habe meine Frau geliebt und habe eines Tages zufällig herausgefunden, dass sie eine Affäre hatte. Ich habe sie im Bett zusammen erwischt, als ich als Überraschung, früher als erwartet, nach Hause kam. Ich kannte ihn als flüchtigen Bekannten, dem ich nie viel Aufmerksamkeit geschenkt hatte, und ich fragte mich, was sie in ihm gesehen hatte oder immer noch sah, und wie sie mich sah, und wie sie mich sah, was sie in mir sah, je in mir gesehen haben konnte, dass sie ihn mir nun vorzog. Ich habe mich damals zum ersten Mal im Leben selbst angezweifelt. Meine Ex-Frau hat mich gefragt, ob ich ihr verzeihen kann. Sie hätte einen Fehler gemacht. Sie wollte, dass wir wieder zusammenkommen, zusammenleben. Klang toll, wie im Kino, aber ich war einfach nicht in der Lage, ihr zu verzeihen, und ich habe mir selbst nie verzeihen können, dass ich ihr nicht verzeihen konnte. Seine Stimme verengte sich während der letzten Worte, und er hatte Mühe, die Tränen nicht in seine Augen zu lassen. Kaya nahm dies alles auf, auch Kalebs offensichtliche Reaktion. Sehr sachte und langsam nahm sie seine Hände in ihre, bereit, ihre Hände auch sofort wieder zurückzuziehen, sobald sie irgendeine Spur von Unbehagen von seiner Seite spürte. Aber er schien die Berührung zu mögen. »Du bist tief verletzt worden, Kaleb, und vergeben ist der schwerste Test für jeden. Es war wie der einstürzende Turm im Tarotkartenspiel, kennst du das?« »Nein, überhaupt nicht«, gab Kaleb zu. Kaya erklärte, »im Tarotspiel gibt es diese Karte, den einstürzenden Turm. Einer Interpretation der spirituellen Dimension dieser Karte zufolge repräsentiert sie eine wesentliche Einsicht, einem Scheideweg der spirituellen Entwicklung gleich. Hier werden die meisten oder zumindest die wesentlichen Säulen unseres Glaubens oder auch Glaubensmuster ganz stark herausgefordert. Der Teppich dieses Glaubens wird fast im wahrsten Sinne des Wortes unter unseren Füßen weggezogen. Dadurch kommt man von vollkommenem Glauben an diese Muster in einen Zwischenzustand, in dem absolute Sicherheiten, die man jetzt jahrzehntelang gelebt, ausgedrückt und geglaubt hatte, zerfallen, wie man das in Filmausschnitten von geplanten Explosionen kennt, um Hochhäuser zu sprengen. Solche Explosionen oder Implosionen lassen einen Haufen von Schutt zurück. Wenn wir die oberflächlichen falschen Wahrheiten untersuchen, brechen immer mehr der tieferen, gut versteckten Fundamente dessen zusammen, von dem wir angenommen hatten, dass es die Sicherheiten unseres Lebens sind. Oder wir realisieren, dass wir zwar die offensichtlichen Ruinen gesehen haben, aber wir konnten sie nicht akzeptieren, konnten uns ihnen nicht stellen, und so haben wir sie an die Seite geschoben, haben sie in unserem Unterbewusstsein vergraben, weil wir uns auf irgendeiner Ebene klar waren, dass wir nicht bereit, stark genug oder fähig waren, dem ins Auge zu blicken und entsprechend anzugehen, was notwendig war. Wann immer wir eine solche Erfahrung machen, kommen verschiedene Reaktionen auf, unterschiedlich lang und intensiv, manchmal mehrere gleichzeitig. Schock, Unglaube, Zweifel, Verzweiflung, Unsicherheit, Lachen, Tränen, Bitterkeit. Man hat viele Fehler gemacht, unfreiwillig und unwissentlich. Man hat viel gelitten durch andere Menschen und hat anderen Leid zugefügt, meist den Menschen, die wir in diesem Leben am meisten lieben. Im Laufe der Zeit nach einer ursprünglichen Enthüllung oder Einsicht realisieren wir immer mehr die Notwendigkeit zu vergeben, nie zu vergessen, uns selbst und denen, die uns verletzt haben, und Vergebung von denen zu suchen, die wir verletzt haben. Wir kommen mit unseren Partnern zusammen, um Karma aufzulösen oder um gemeinsame Lebensaufgaben zu bearbeiten. Das kann zusammen leichter sein als alleine.
Mit einem Partner können wir eine hohe Ebene von Vertrauen und Verständnis erreichen, dass wir uns gegenseitig dann die Bereiche spiegeln können, ganz unbewusst, an denen wir am meisten arbeiten müssen. Hast du das mit deiner Ex-Frau bemerkt, dass ihr euch gegenseitig in Fahrt gebracht habt, dass ihr etwas zueinander gesagt habt, das einen wunden Punkt erwischt hat und das immer wieder, bis ihr es merkt und klärt? Caleb war erstaunt. Ja, das ist allerdings so gewesen. Ich kann mich jetzt nicht an spezifische Beispiele erinnern, aber das war wirklich bei uns so. Kaya war zufrieden und blieb ernst. Siehst du, in vergangenen Jahrhunderten war es wahrscheinlich der Fall, dass Paare ein Leben miteinander wirklich brauchten, um viele Dinge zu klären, die sie zu klären geplant hatten. Zwischeninkarnationen, meinst du? Unterbrach Caleb. Ja, aber die Zeit läuft immer schneller und deshalb brauchen viele Paare gar nicht mehr ein ganzes Leben, um Karma oder Lebensaufgaben abzuarbeiten, die für eine Partnerschaft anstehen. Dann verlassen diese Paare sich, um sich gegenseitig eine Zeit des Alleinseins, nicht Einsamseins zu geben, und dann kommt vielleicht die nächste Partnerschaft, um sich mit anderen Aufgaben auseinanderzusetzen. Wenn ein Partner geht, tut das natürlich eine Zeit lang weh, und dann ist es so wichtig, loszulassen, zu vergeben und sich selbst nicht schuldig zu fühlen. Caleb hatte sehr engagiert zugehört. Denn sich schuldig fühlen hängt wieder mit alten falschen Glaubensmustern zusammen, dass wir ein Leben lang zusammen sein müssten und dass es unsere Schuld ist, wenn eine Partnerschaft früher aufhört. Genau, bestätigte Kaya. Ein solches falsches Glaubensmuster zu überwinden und vergeben sind notwendig, bevor man wieder neu anfangen kann. Und wie vergibt man? Kann man das lernen? Fragte Caleb sich laut. Du kannst es immerhin üben, versicherte Kaya ihm. Du kannst dir Zeit nehmen, du kannst dich vor eine Kerze setzen, etwas zur Ruhe kommen und dann aus ganzem Herzen jeden um Vergebung bitten und jedem vergeben, der dich verletzt hat. Das hilft, wahrscheinlich, wenn man sich bewusst macht, dass man der Person vergibt, die einen verletzt hat. Caleb unterbrach wieder. Meinst du, dass ich nicht die tatsächliche Verletzung vergebe, wie sie dir von der Person, die dich verletzt hat, zugefügt wurde? Denn die Verletzung ist doch da, die geht nie wieder weg. Und so tun, als ob sie nicht stattgefunden hätte, würde doch nur alles unter den Teppich kehren. Genau, fuhr Kaya fort, du vergibst der Person auch vom Wissen her, dass ja, was er oder sie getan hat, wirklich schlimm war, aber sie haben es auch gemacht, um dir zu helfen. Caleb runzelte die Stirn, aber unterbrach Kaya nicht, so dass sie weitermachen konnte. Die andere Person war der Überbringer der Verletzung, das Mittel. Aber wenn es nicht diese Person gewesen wäre, diese Verletzung zu überbringen, wäre es eine andere gewesen. Siehst du, du hast in dir einen Resonator für diese Verletzung getragen, das Energiefeld, das diese Verletzung anzog. Es ist nicht notwendig herauszufinden, ob aus diesem Leben oder davorliegenden Leben. Du hattest irgendetwas in dir, wusstest das selbst nicht, nicht bewusst, wahrscheinlich sogar gut versteckt, um dein Leben nicht zu blockieren. Aber das ist dann unter der Oberfläche gefault und hat nach Aufmerksamkeit geschrien, damit du dich darum kümmerst und es in dein Selbst wieder integrierst. Ein kleines Kind hat sich verlaufen und will jetzt in die Umarmung der Mutter zurück. Die verlorenen Seelenanteile senden von ihren Verstecken aus Signale, und auf diese Weise ziehst du dann Handlungen von anderen an, die auf diese Signale reagieren. Wenn du keinen Resonator in einem gewissen Bereich hättest, würde dieser Bereich keine Anziehung ausüben. Kaya machte eine Pause, weil sie merkte, dass Caleb einen Moment brauchte, das alles zu verdauen. Caleb verstand. Ich hatte also ganz konkret Beziehungssachen in mir vergraben und die beste Person, diese mir zu Bewusstsein zu bringen, war meine Ex-Frau, weil ich mich ihr so nahe fühlte und weil ich sie so liebte und weil ich deswegen ihr gegenüber so total offen war, fragte er zögernd. Ist toll, wie schnell und umfassend du verstehst, was ich sagen will. Kayas Stimme drückte Erstaunen und Bewunderung aus. Das kommt, weil du es so gut erklärst. Vermutlich auf der Grundlage deiner eigenen Erfahrung? Danke, sagte Kaya einfach. Ja, viel von dem, was ich sage, habe ich woanders aufgeschnappt, aber ich habe doch einiges selbst in meinem eigenen Leben nachvollziehen können. Also, was das Vergeben anbetrifft,
Habe ich das richtig verstanden? Griff Caleb den Faden wieder auf. Meine Ex-Frau hat mir, ich versuche jetzt das aufzugreifen, was du schon vor einer Weile gesagt hast, gespiegelt. Kaya nickte kurz. Meine Ex-Frau hat mir durch ihren Ehebruch Partnerschaftssachen gespiegelt, die ich seit Jahren unterdrückt hatte, aber die geklärt werden wollen. Wenn ich mit der Kerze sitze, kann ich ihr vergeben, als dem Träger und Auslöser über diese Dinge nachzudenken, ohne dass ich vortäuschen muss, dass ich nie verletzt war oder mich noch immer verletzt fühle von dem Ehebruch. Caleb setzte diesen Gedankengang noch im Stillen fort, dann kicherte er. Im Laufe der Zeit kommt es vielleicht noch dazu, dass ich ihr dafür dankbar bin. Kaya kicherte mit. Toll, dass du schon darüber lächeln kannst. Und ja, wahrscheinlich ist mir schon passiert. In der langen Stille, die folgte, kam Caleb zur Ruhe, indem er sich Kayas Gesicht ansah. Manche Gesichter sind zufällig. Sie kommen und gehen, werden wahrgenommen und vergessen. Dies ist eine Tatsache ohne Wertung. Andere Leute werden mehr in diesen Gesichtern sehen als ich, aus welchem Grund auch immer. Aber ich nicht und ich fühle mich auch nicht schuldig deswegen. Manche Gesichter sind interessant, wären für diese oder jene Figur im Theater gut und würden ihren Besitzern oder Trägern die Chancen als Schauspieler erhöhen. Manche Gesichter sagen mir mehr als andere. Dieser Mensch hat sein Leben voll ausgelebt und ich bin mir dann nicht so sicher, ob ich noch mehr über sie erfahren möchte. Manche Gesichter ändern sich sehr schnell. Sie spiegeln die Stimmung oder den allgemeinen Daseinszustand des Besitzers oder Trägers und ich kann dies mit einem Blick erkennen. Wenn man ein Gesicht schon kennt, fällt das manchmal leichter, aber manche Gesichter sind so transparent, ohne dass man sie oft oder genau gesehen haben muss. Manche Gesichter haben eine entfernte Schönheit, unpersönlich, Schönheit, die nicht für mich bestimmt ist, sondern für die breite Öffentlichkeit. Irgendwie ein Paradox, denn bin ich nicht auch ein Mitglied der breiten Öffentlichkeit? Die Schönheit solcher Gesichter ist für mich gedacht, aber für mich bleibt es unpersönlich. Andere verlieben sich in solche Schönheit, sie stärkt ihr Wohlbefinden. Für mich dient sie als Gelegenheit, an echte, lebendige Schönheit zu denken. Die Gesichter von Schauspielern, die im täglichen Leben eher gewöhnlich aussehen, können auf der Bühne strahlend schön wirken, insbesondere wenn sie verliebt spielen. Liebe macht jedes Gesicht schön. Die meisten Gesichter auf Gemälden sind nicht lebendig. Leonardo ist die Ausnahme. Die Gesichter auf seinen Gemälden leben oft mehr als die Gesichter lebender Menschen. Wie er dies erreicht hat, bleibt ewiges Geheimnis. Manche lebenden Gesichter sind wirklich außergewöhnlich. Kayas Gesicht, nur für mich, nur den lebenden, liebenden Betrachter, weil ich meine Liebe auf ihr Gesicht projiziere? Oder entdecke ich, reflektiere ich und werde Teil der Schönheit, die in dem Gesicht lebt, von Gott gemacht, von Gott gegeben, um von ihr ausgedrückt, genossen und geehrt zu werden, in diesem Moment für mich in dieser Gegenwart? Mir geschenkt, sie zu erkennen, zu bestaunen und auf sie zu reagieren mit tiefen Atemzügen, die ganz tief aus dem Bauch herauskommen. Es sind Reaktionen auf die Kraft der Wahrnehmung von einer weiteren Nuance des Gesichts, der sich in einer neuen Haltung des Kopfes, einem neuen Arrangement des Haars um den Kopf herum und einem neuen Zusammenspiel von Licht im Zimmer oder draußen und den Einzelheiten ihres Gesichts ergibt. Gott als Bildhauer, denn kein menschlicher Bildhauer oder Maler, nicht einmal Leonardo oder Michelangelo, könnten ein so unendlich fein ziseliertes Antlitz erschaffen haben, mit so vielen unendlich zarten und dennoch robusten, unendlich nuancierten Eigenheiten und Formen, sanft, fließend, süß, aber nicht zu süß. Alles war perfekt proportioniert, sowohl für sich genommen als auch im Ganzen, wobei jede Eigenart wiederum eine Unendlichkeit an weiteren Elementen und Ebenen aufwies, alle ebenso perfekt proportioniert und aufeinander abgestimmt. Ich könnte stundenlang jede Einzelheit des Gesichts in ihren Tiefen anschauen
und das würde nicht ausreichen, die Dimensionen der Struktur und Form zu ergründen, die die Schönheit dieses jeweiligen Teils des Gesichts ausmachen und schaffen. Alle diese Aspekte von Schönheit kommen zusammen in der Schönheit ihres Gesichts. Indem ich dies Gesicht anschaue, werde ich langsam zu dem Gesicht. Ich fühle ihr Gesicht in oder durch oder mit meinem eigenen Gesicht. Ich sehe mit ihren Augen oder durch sie. Ich atme mit ihrer Nase oder durch sie. Ich fühle ihre Backen in oder durch meine, fühle ihr Haar als mein eigenes Haar, das ihr Gesicht umgibt. Ich erfahre die Freude der Luftpartikel, die sie einatmet, bis hin zur subatomaren Ebene, Freude daran, ausgewählt zu sein, sich zu ihrem Gesicht hinzubewegen und durch die Nasenlöcher eingeatmet zu werden und dann die Freude, wieder ausgeatmet zu werden, Freude daran, zum Leben von solcher Schönheit beigetragen zu haben, als Ausdruck der Anbetung in Dankbarkeit gegenüber Gott. Kaya gab Kaleb die Zeit, die er brauchte. Sie hatten ihr Mittagessen beendet und gezahlt, jeder die Hälfte. Als Kaleb Kaya zu verstehen gab, dass er wieder auf der Erde war, indem er sie direkt ansah, beschlossen sie, an der Promenade einen Spaziergang zu machen. Sie gingen wieder Hand in Hand. Fortsetzung folgt.